Angefangen mit der Fotografie habe ich mit Anfang 20. Da habe ich zu meinem Geburtstag meine erste Spiegelreflexkamera bekommen. Und ja, dann ging das los. Dann habe ich angefangen mit Landschaftsfotografie und bin viel in fremde Länder gereist, hauptsächlich in den Norden. Ich bin schon mehr so der ruhige Typ. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der sich so wahnsinnig in den Vordergrund drängt. Und ich glaube, das ist als Fotograf auch ganz wichtig. Einfach vor allem bei Hochzeiten oder auch bei dem Fotoshooting, egal was man fotografiert, sich einfach nicht selbst so in den Vordergrund zu spielen, sondern eher im Hintergrund zu agieren, dass man einfach so die Momente einfängt, ohne dass die Leute wissen, dass die Momente eingefangen werden. Weil dann sind das komplett natürliche Bilder. Die sind nicht gestellt, da postet keiner, sondern das sind halt einfach die Momente, die man sieht oder auch eben nicht sieht, weil man in dem Moment vielleicht gerade nicht hinschaut. Und mein Job ist es einfach, diese Momente einzufangen. Irgendwie kam mir das nie so vor wie Arbeiten. Das war halt dann einfach so ein, ja, wie mein Hobby einfach, was ich halt jetzt halt gerade zusammen mit anderen Menschen mache und nicht wie, als würde ich jetzt in die Arbeit gehen und stundenlang arbeiten und dann komme ich erschöpft nach Hause. Ja, es ist einfach immer schön, seine Leidenschaft und sein Hobby so ein bisschen ausleben zu können. Ja.